Immer früher werden Patienten nach Operationen aus den Kliniken entlassen. Viele kommen zu Hause alleine nicht zurecht oder mit offenen Wunden zu den Hausärzten, so wie Patrick Gilhoff. Als ich sie zuerst gesehen habe, und ich war ja gar nicht die Erste, da war die Wunde etwa 7 Zentimeter lang und ich möchte mal sagen 1,5 Zentimeter tief und dick, eitrig, gelb, belegt mit einem Faden drin. So hätte man früher keinen entlassen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass der Krankenhausaufenthalt nach der OP zu kurz war. Ich wurde da direkt am nächsten Morgen entlassen und habe nach 2 Tagen schon gesehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Je früher die Patienten entlassen werden, desto mehr Kosten können die Kliniken sparen. Bleibt die Gesundheit der Patienten dabei auf der Strecke? Das war ja so trübe gewesen. Nee, das ist wirklich prima. Das machen wir, dann nehmen wir nochmal eine sterile Kompresse. Ja. Und auch die Nisept-Lösung. Vor 2 Wochen kam Patrick Gilhoff aus dem Krankenhaus mit einer Wunde, die täglich versorgt werden sollte. Wie tief ist denn das ungefähr jetzt? Das ist vielleicht so tief? Ach so, gut, 0,3 Zentimeter. Und das war ja etwa 1 Zentimeter tief. Also das ist wirklich viel, viel besser geworden. So, packen wir das da rein. Gut. Also mehr müssen wir da jetzt gar nicht machen. So. Für uns hat sich verändert, dass wir es im Grunde nicht mehr bezahlt kriegen. Also klingt jetzt ganz kleinlich, aber so eine sterile Pinzette kostet 3 €. Ist super kleinlich und wir kriegen für einen Verbandswechsel 5,21 € oder 61 €. Ich brauche dafür eine Helferin, ich brauche dafür ein bisschen Zeit, ich brauche auch diese Tupfer und alles. Das ist, das rechnet sich, das ist fast ein Zusatzgeschäft. Ich ziehe mal meine Handschuhe aus, das geht nicht mit Handschuhen. Ich glaube, ich kriege das so hin. Das, was die Krankenhäuser nicht mehr leisten, sollen jetzt die niedergelassenen Ärzte übernehmen. Okay. Ansonsten geben wir Ihnen vorne für Montag dann einen Termin. Oh, wunderbar. Ja? Ja, vielen Dank. Gut, Herr Gilhoff. Dann können Sie sich über die Seite wieder hochsetzen. Ja. Okay. Hausärzte erhalten für Patienten wie Patrick Gilhoff nur 30 € pro Quartal, egal wie oft sie behandeln. In den letzten Jahren kommen die Patienten immer häufiger krank und hilflos aus den Kliniken. Man spricht sogar von blutiger Entlassung. Ich muss jetzt die Patienten schon auf der Straße behandeln, weil die kurzzeitig aus der Klinik entlassen werden. Es ist nicht zu fassen. 86 Jahre alt, ist vor 8 Tagen im Krankenhaus aus dem Bett gefallen, hat sich einen Bruch zugezogen vom Oberschenkel, ist operiert worden und wird nach 8 Tagen nach Hause entlassen. Das ist wirklich ungeheuerlich. Die kriegt jetzt Fieber, die braucht eine Wundversorgung, die braucht Krankengymnastik, die kann nicht aufstehen, die braucht eine Vollversorgung zu Hause. Und ich bin jetzt erstmal unten gewesen, die ist im Krankentransport hierher geliefert worden, ich habe unten Blut abgenommen, ich habe die Klammern aus der Naht gemacht. Dürfen wir was Ärzte alles machen. Genau. Gut, das vorschaffen. Die Problematik ist, dass die Patienten, gerade auch die Älteren, da wird es besonders schwierig, sehr früh entlassen werden. Oft mit offenen Wunden, oft sind die Beschwerden, die haben, noch nicht richtig auskuriert. Häufig sind auch die ganzen sozialen Maßnahmen, die man zu Hause machen müsste, nicht richtig in die Wege geleitet, sodass wir als Hausärzte viele Dinge machen müssen, die früher das Krankenhaus gemacht hat. Wundversorgung, Pflegedienst informieren. Patrick Gilhoff hatte vor 6 Wochen einen Nabelbruch und musste operiert werden. Eigentlich eine einfache OP. Doch die Narbe entzündete sich und musste nachoperiert werden. Nach ein paar Tagen wurde er mit der noch offenen Wunde entlassen. Er sollte viel liegen, aber auch die Wunde täglich versorgen lassen. Doch liegen konnte er nicht, weil er von Arzt zu Arzt laufen musste. Er fand anfangs niemanden, der bereit war, ihn täglich zu behandeln. Es ist kein Geld da für die Versorgung. Die Niedergelassenen haben zu wenig und die Krankenhäuser haben auch zu wenig. Und ich fühle mich schon so nach dem Motto, aus dem Bett und sieh zu, wie du klarkommst. Das ist schon so, ja. Okay. Der 39-Jährige fühlt sich im Stich gelassen. Die Patienten müssen sich viel mehr als früher selbst darum kümmern, dass sie wieder gesund werden. Alles klar. Dankeschön. Ne? Tschüss. Die Krankenhäuser rechnen bei jeder Behandlung genau nach. Bringt der Patient für die Klinik Gewinn oder Verlust, wie bei Christian Köhne? Die
Der 29-Jährige hatte einen schweren Motorradunfall. Ein Autofahrer nahm ihm die Vorfahrt. Lebensgefährlich verletzt wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht. Inzwischen liegt er seit 3 Wochen hier, hatte mehrere Operationen. Wenn man unten anfängt, Schienbein ist gebrochen, Becken ist gebrochen, Lendenwirbel, beide Unterarme mit Handgelenke. Gut, ein bisschen hat die Schulter noch was abgekriegt, Lunge gequetscht. Ja, und dann halt Prellung und sowas, ne? Noch dann Kleinigkeiten. Ja, das ist so, das Grobe. Die Ärzte würden ihn gerne so schnell es geht in die Reha-Klinik schicken. Momentan ist noch so weit, dass er nur im Gehwagen läuft. Das würde halt für eine Reha noch nicht ausreichen. Aber das wird jetzt wahrscheinlich demnächst erreicht. Aber es ist halt verzögert, alles verzögert. Es ist halt durch die vielen Verletzungen, die er hat. Und macht uns die Situation halt schwierig. Liegt jetzt schon lange auf Normalstation, 21 Tage mit Intensivkit zusammengezählt. Guten Morgen. Die neuen Schienen, das hört sich gut. Genau, die sind gestern gekommen. Ja. Und passen die? Drücken die nicht? Nö. Und scheuern auch? Ich bin begeistert von den Dingern. Ja. Okay, wir können auch Fäden von hier ausmachen. Das geht noch nicht so klappt ganz, noch nicht aber so sind ganz. Sie dabei. Aber ist auf dem Weg der Besserung. Ja. Die Chirurgen haben ihre Arbeit abgeschlossen. Sie wissen, mit jedem Tag, den Christian Köhne jetzt noch in der Klinik bleibt, wird er zum Minusgeschäft. Wehtun tut's nicht, aber ich merke es. Ich weiß, was ankommt. Sie sind dann auch froh, wenn es weg ist. Ja, im Moment können Sie ja noch nicht viel machen. Nee, nicht wirklich. Also ich, so wie ich jetzt hier sitze, das ist mein Tagesablauf. Es ist ein absoluter Klassiker. Beide obere Extremitäten, also die Arme, sind verletzt, können nicht eingesetzt werden, um sich zum Beispiel an Gehstützen abzustützen. Damit ist der Patient nicht ausreichend mobilisiert für eine Rehabilitationseinrichtung. Und dann sagen die Rehabilitationskliniken, nee, das ist zu komplex, den können wir nicht nehmen. Er muss dort bestimmte Erfordernisse erfüllen, muss selbstständig zum Essen gehen können. Das ist ja kein Krankenhaus, sondern sehr viel weniger Serviceleistung. Im Sinne von Pflege. Das Problem, nicht Ihr Problem, unser Problem. Wir kriegen nur das gleiche Geld, ob er jetzt 3 Wochen hier ist oder 5 Wochen oder 2 Wochen. Wir bleiben auf den Kosten sitzen und das ist für uns ein echtes Problem. Die Krankenkassen zahlen seit 2003 nicht mehr für die reine Liegezeit in der Klinik. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Im Moment nicht, nein. Alles Gute. Ja. Tschüss. Der 29-Jährige fällt in eine Versorgungslücke. Herr Köhne hat jetzt als Versorgungsmöglichkeiten, als Weiterbehandlungsmöglichkeiten zum Beispiel eine Kurzzeitpflege. Aber Kurzzeitpflege hat auch das Problem, dass er auf den Kosten sitzen bleibt, falls er unter 6 Monaten dort behandlungspflichtig ist, und das ist sehr wahrscheinlich, der wird jetzt noch ein paar Wochen brauchen, sagen wir mal 3 Monate maximal, bis er sein linkes Bein voll belasten kann. Damit fällt er auch in diese Versorgungslücke, denn Pflegeversicherung tritt erst nach 6 Monaten ein für die Kosten und auch nicht für alle Kosten, sondern nur für die Behandlungskosten. Die Hotelkomponente der Pflege, des Pflegefalls muss er selber tragen. Ob Herzinfarkt, grauer Star oder Unfallverletzungen, für jede Diagnose zahlt die Kasse eine feste Summe an die Klinik. Die sogenannte Fallpauschale, statt wie früher Tagessätze. Manchmal reicht die Pauschale, manchmal eben nicht. So wie bei dem Unfallpatienten Christian Köhne. Nachforderungen an die Kasse kann die Klinik nicht stellen. Nochmal, meinen Kollegen den Rücken, komm einmal rum. Gut. Okay, nicht stützen, denken Sie da dran? Nee. Gut. Können Sie das Bein noch gar nicht alleine bewegen? Nee. So, da stehen die Chancen schlecht. Also das ist alles nur mit Mühe und langsam. Ich komme mir vor wie ein kleines Kind. Einmal nach vorne und die Belastung geht aufs rechte Bein. Sehr gut. Und machen wir die Achselstützen runter. 5, 6, 3, glaube ich. Okay. Gut, und Sie machen jetzt erstmal mit rechts einen Schritt und hängen sich wirklich voll in die Achseln rein. Und
Super. Alles okay mit Schmerzen? So, ich nehme das Bein ein bisschen vor, dann langsam zurück. Kommt da nicht so viel Druck drauf. Super gemacht. Sitz. Super. So, ich fahr gleich ein bisschen tiefer. Sehr gut. Ja. Ja. Tschüss. Macht es gut. Schmerzen sind noch da, ja, vor allen Dingen, weil ich keine Kraft habe, nirgends. Weder in den Armen, noch in den Beinen, noch im Rücken. Ich bin einfach nur, ja, ein nasser Sack. Der Chef der Unfallchirurgie Christian Kretek hat immer wieder Patienten, die mehr kosten, als die Pauschale für die Krankheit vorsieht. Für ihn ein Missstand im Gesundheitssystem. Seine Station schreibt ständig rote Zahlen. Ist es denn so, dass die Fallpauschalen dazu verleiten könnten, dass der Patient als Wirtschaftsfaktor gesehen wird? Das kann man nicht ausschließen, weil die Anreize in diese Richtung gehen. Ich finde es auch deshalb wichtig, dass wir auch Anreize schaffen, die nicht nur in Richtung Wirtschaftlichkeit gehen, sondern auch in Richtung Qualität. Da gibt es auch erste Ansätze. Und ich denke, auf diesem Weg müssen wir intensiv weitergehen. Doch noch gilt, je schneller die Patienten aus der Klinik entlassen werden, desto besser für die Bilanz des Hauses. Aber die Kliniken müssen eine Mindestverweildauer einhalten. Die ist extrem niedrig angesetzt. Bei Christian Köhne wären es 6 Tage gewesen für insgesamt 4 Operationen. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier mit dem Rechenblock auf der Visite die Patienten besuchen. Aber wir haben mehr als früher die Kosten im Hinterkopf. Dass die Behandlungen in der Medizinischen Hochschule Hannover nicht zu teuer werden, kontrolliert Olaf Schäfer. Seitdem die gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen nur noch Fallpauschalen zahlen, arbeiten in den Kliniken immer mehr sogenannte Controller. Sie beschäftigen sich damit, Patienten je nach Diagnose die richtige, möglichst gewinnbringende Pauschale zuzuweisen. Beim Unfallpatienten Köhne gab es wenig Spielraum. Da gibt es Kataloge, in denen drinsteht, wie viel man für diesen Patienten bekommt. Und das wären in diesem Fall ungefähr 20.000 Euro, die wir für den Patienten bekommen. Erfahrungsgemäß würde ich sagen, mit den Intensivtagen, die Herr Köhne hatte, und den mehreren Operationen, die wir von ihm kennen, dass er wahrscheinlich nicht ausreichend finanziert ist. Größenordnung ist schwer zu schätzen. 2.000, 3.000 Euro in dem Fall werden wir wahrscheinlich Minus in diesem Fall machen. Über die Fallpauschalen finanziert sich die Klinik fast zu 100%. Jeder Tag, an dem der Unfallpatient Köhne auf die Reha wartet, bedeutet ein Minus von etwa 300 Euro. Am schlimmsten für den Controller sind unvorhergesehene Zwischenfälle, wie Entzündungen und Nachoperationen. Die sind in der Pauschale, der sogenannten DRG, nicht enthalten. Gerade Unfallpatienten können sehr teuer werden. 100.000 Defizit in einer DRG heißt eine Arztstelle weniger. Ein Facharzt kostet ungefähr 100.000 Euro. Das heißt, die Abteilung müsste theoretisch, wenn wir das sofort so umsetzen würden, mit einer Arztstelle weniger auskommen, weil die Finanzierung nicht stimmt. Okay, wir nur zwei. So geht es für die Ärzte auch um ihre Existenz. Sie sind gezwungen, wirtschaftlich zu denken. Sie wissen, für die Klinik ist es gut, wenn sie eine profitable Ausgangsdiagnose stellen und dann die Patienten schnell wieder entlassen. Dass der Patient, der dort auf der Station liegt, schon weiß oder der Arzt weiß, was er für diesen Patienten an Erlös bekommt und was der Patient kostet, das versuchen wir von den Ärzten möglichst fernzuhalten, damit im Einzelfall gerade nicht so gesteuert wird. Ich weiß aber, dass es andere Krankenhäuser gibt, die sogar Ampelsysteme eingeführt haben, wann ein Patient tatsächlich eher in den defizitären Bereich rutscht. Und das könnte natürlich zu frühzeitigen Entlassungen oder Verlegungen in andere Krankenhäuser führen. Na? Guck, haben Blumen mitgebracht? Christian Köhne bekommt Besuch von seinen Eltern. Der 29-Jährige ist auf die Pflege im Krankenhaus angewiesen. Eine Alternative hat er nicht. Die Eltern hoffen, dass die Klinik ihn noch länger behält. Gestern nur bis zur Wand geschafft und dann war ich kaputt.
Ja, eigentlich wissen wir nicht so richtig, wie es gehen soll. Weil er kann sich ja gar nicht bewegen und selbstständig ist er noch gar nichts. Ne? Es war schon gute Fortschritte in den letzten Tagen. Ne? Aber ist doch sehr, sehr heftig. Also fängt ja mit dem Stehen fängt ja schon an. Ne? Kann ja gar nicht stehen, kann sich ja gar nicht versorgen alleine. Eins und zwei und drei. Und hier drüber. Aber ich sitze. Genau. Kann losgehen. Heute kann Christian Köhne zum ersten Mal seit 3 Wochen im Rollstuhl das Zimmer verlassen. So. Gut. Ich sitze. Gut. Viel Vergnügen. So. Dankeschön. Bitte sehr. So, Christi, erste Mal. Seit einer Woche ist der junge Maschinenbauer vor allem ein Pflegefall. Und deshalb im heutigen Gesundheitssystem kein Patient mehr fürs Krankenhaus. Das erste Eis. Aufmachen kannst du es ja auch nicht, ne? Das kriegen wir hin. Ich finde dir anbieten zu tauschen. Nein. Na, wir essen dann schon mal, ne? Mhm. Ja. Christian Köhne ist ein Patient, der durch das Raster fällt. Die Krankenhäuser bekommen nicht genug Geld für ihn. Die Kurzzeitpflege müsste er selbst bezahlen und eine Reha-Klinik ist noch nicht in der Lage, ihn richtig zu versorgen. Was passiert mit den Patienten, die nicht nach Hause entlassen werden können? Einige von ihnen werden in die Reha-Kliniken abgeschoben. Hier landen sie so früh, dass sie an der Krankengymnastik nicht teilnehmen können. So ging es auch Gerd Fischer. Der 68-Jährige wurde 7 Tage nach seiner zweiten Knieoperation liegend in die Reha-Klinik Bad Bramstedt eingeliefert. Er stand noch so stark unter Medikamenten, dass er sich an seine Ankunft kaum erinnert. Auch jetzt, nach einer Woche, hat er noch starke Schmerzen. Unter diesen Voraussetzungen finde ich das eigentlich ganz schön frech, dass man die Patienten, dass man die Menschen so kurzfristig abschiebt zu einer Reha-Maßnahme. Ne? Und ich denke, von austherapiert in einem Krankenhaus kann man überhaupt nicht reden. Ne? Da sind also noch medikamentöse Einflüsse im Körper, da sind also wirklich, das funktioniert noch gar nicht alles richtig. Und dann wird man abgeschoben. Ne? So sehe ich das heute. Hallo, Herr Fischer. Hallo. Ich bringe gerade Ihren aktuellen Therapieplan. Sie haben morgen Endoprothesenvortrag und Warmpackung. Alles klar, danke schön. Okay, ja, vielen Dank. Viel Spaß für morgen. Danke, tschüss. Bereits nach seiner ersten Knieoperation wurde er so hilflos aus der Klinik nach Hause entlassen, dass er keinen anderen Ausweg sah, als sich im Altenpflegeheim versorgen zu lassen. Im Krankenhaus sahen die nicht die Möglichkeit, mich da länger aufzunehmen und zu betreuen. Ich musste also weg. Und meiner Frau konnte ich das nicht zumuten. Meine Frau kann mich nicht heben und nicht tragen. Die Alternative stand gar nicht zur Diskussion. Deshalb kam also nur dieses Alten- und Pflegeheim oder eine ähnliche Einrichtung in Frage. Herr Fischer, wir können den Rollstuhl am besten einmal an die Seite stellen. Vielleicht hier vorne hin. Können Sie mit den Stützen dann anfangen? Okay, dann einmal die Beine anbeugen. Genau, und so gut es geht, ne? 3x15 versuchen, wenn es nicht geht, machen Sie weniger, okay? Noch immer darf Gerd Fischer mit der neuen Knieprothese nicht auftreten. Erst langsam beginnt er jetzt mit der Krankengymnastik. Die Patienten fühlen sich, wenn sie zu früh kommen, einfach überfordert in der Reha. Die schaffen das selbstständig nicht, die brauchen sehr viel Hilfe, sind sehr auf andere angewiesen. Und sie können eben nicht an allen Therapien teilnehmen, wie zum Beispiel Wassergymnastik oder Whirlpool. Und das ist für die Patienten eigentlich mal sehr angenehm gewesen. Mal wieder gucken, dass das Bein ein bisschen mehr nach außen geht. Genau. Und nicht zu weit, ne? Mhm. Zieht das jetzt vorne? Nein. Mhm. Das geht. Genau, dass sie nicht über die Schmerzgrenze hinausgehen, ne? Von diesem Patienten an
Für den Leiter der Reha-Klinik Johannes von Botmann hat sich die Arbeit durch die Fallpauschalen verändert. Seinen Patienten geht es deutlich schlechter, weil sie früher aus den Kliniken kommen. Es wird immer schwieriger, sie in der vorgesehenen Zeit von 3 Wochen fit für den Alltag zu machen. Hallo. Guten Tag, Doktor. Hallo. Ich wollte mir Ihr Knie ansehen, aber einen Moment erstmal die Hände desinfizieren. Ja. Weil die Krankenhäuser Kosten sparen wollen, müssen die Reha-Kliniken viel mehr medizinische Aufgaben übernehmen. Doch dafür haben sie zu wenig Fachpersonal. Da haben Sie noch einen leichten Erguss drin. Schauen Sie mal hier an, ist noch Erguss. Normalerweise in den früheren Jahren wären Patienten mit Klammern oder mit Fäden eigentlich nicht in die Reha-Klinik gekommen. Wir haben also wirklich eine ganz große Tendenz, dass Patienten deutlich früher kommen. 8. Tag, 7. Tag nach der Operation. Bei mir sind es in meinen Bereichen, also in Bad Bramstedt, sind schon 15-20% ungefähr. Hier bei Herrn Fischer ist es eine sehr gut verheilte Wunde. Wir haben aber auch relativ häufig immer wieder Wunden, die einfach nicht in Ordnung sind, wo wir tägliche Verbandswechsel machen müssen und was natürlich einen deutlichen Aufwand für die Schwestern und Pfleger und für die Ärzte auch bedeutet. Manche Patienten müssen ins Krankenhaus zurückgeschickt werden, weil es ihnen zu schlecht geht. Früher waren Patienten wie Gerd Fischer nach einer Knieoperation etwa 17 Tage im Krankenhaus. Heute kommen sie bereits nach 7 Tagen in die Reha. Dass man sagt, jetzt ist also laut Plan F, bist du dran, jetzt musst du gehen. Und da wird gar nicht nachgeguckt, wie es den Menschen geht. Das ist für mich also eine Art, wie ich sie also mir nicht wünsche und vorstelle. Ne? 2000 Euro bekommt die Klinik in Bad Bramstedt von den Krankenkassen im Durchschnitt für 3 Wochen Reha. Intensive medizinische Betreuung ist nicht vorgesehen. Die Patienten sind mehr Aufwand. Wir versuchen natürlich, das Optimale für den Patienten rauszuholen. Aber wenn die Tendenz so weitergeht, wie es ist, dass sie kränker sind und aufwendiger sind, also personell vor allem aufwendiger sind, dann kommen wir wirklich an unsere Grenze. Wohin mit den Patienten, die krank aus der Klinik kommen? Professor Wilfried von Eif von der Universität Münster hat eine Studie an Reha-Kliniken durchgeführt. Er fand heraus, dass 40% der Patienten in der ersten Woche wegen starker Schmerzen nicht therapierbar sind. Sie gehören noch nicht in die Reha, gelten aber als zu gesund fürs Krankenhaus. Diese Übergangszeit, die bewirkt für den Patienten Probleme. Entweder geht er nach Hause und wird dort nicht medizinisch adäquat versorgt. Das heißt, das Wundmanagement wird unterbrochen, die Medikation wird unterbrochen oder der Patient verhält sich nicht compliant seines Krankheitsbildes entsprechend. Oder er wird in die Reha-Klinik überwiesen, ist aber dann aufgrund von Schmerzen und aufgrund von offenliegenden Wunden noch gar nicht therapiefähig. Klasse. Und langsam runter. Bei fast doppelt so vielen Patienten wie früher muss die Reha verlängert werden, weil es Probleme gibt. Sehen, ob wir den Patienten vielleicht aufgrund des Verlaufs mit einbinden in die Studie. Ich würde vorschlagen, wir nehmen ihn in die Gruppe rein. Für Herzpatienten ist es besonders fatal, wenn sie vorzeitig aus dem Krankenhaus entlassen werden. Bei fast jedem 5. gibt es Komplikationen in der Reha. Das sind 3-mal so viel wie vor Einführung der Fallpauschale. Ein Problem besteht darin, dass die beiden Sektoren Akutversorgung und Rehabilitation voneinander getrennt sind. Das heißt, es ist ein jeweilig spezialisiertes Finanzierungssystem hinterlegt. Man hat ein spezielles Anreizsystem. Im Akutversorgungsbereich ist der Anreiz, den Patienten möglichst kurz verweilen zu lassen und dann eben zu entlassen. Im rehabilitativen Bereich ist man bestrebt, innerhalb der vorgesehenen 21 Tage den Patienten wieder fit zu machen. Das Problem, was jetzt daraus resultiert, ist, dass der Patient aus der einen Institution, nämlich dem Krankenhaus, heraus entlassen wird, aber für die andere Institution noch nicht fähig ist, dort therapiert zu werden. Und da müssen wir ansetzen. Haben die Ärzte und Funktionäre bei dem neuen System das Wohl des Patienten aus den Augen verloren? Patrick Gilhoff musste seine Heilung selbst organisieren.
Also, wir gucken. Nee, wir schreiten zum Äußersten. Ja. Zieht dann einmal. Ich habe leider, ich habe ja auch Verbandsmaterial. Könnt ihr mir vorstellen, dass es schon viel besser aussieht? Ja, also das ist wirklich, also in der letzten Woche ist das wirklich deutlich besser geworden. Ja. Oh, ja. Das sieht wunderbar aus. Wann schätzen Sie denn, kann ich wieder loslegen? Sie sind Kunstschmied, nicht? Das heißt, Sie sitzen und schmieden, oder was machen Sie? Nee, also ich bin den ganzen Tag auf dem Bein und muss auch richtig ran. Ne? Also es, richtig auch das, ja, das Metall auch heben? Ja, auch schwere Gewichte heben. Also ich, das also sollte schon so ausgeheilt sein, dass ich auch wieder voll belastbar bin. Ne? Also würde ich noch mal 2 Wochen zu Hause bleiben. Aber dann auch vorsichtig zu Hause mit kleinen Kindern heben. Also dann konsequent. Also wir machen das jetzt nur sauber mit Octinisept und da reicht einfach ein normales Pflaster. Mhm. Patrick Gilhoffs Wunde wurde in den letzten Wochen nur versorgt, weil er beharrlich blieb und immer wieder bei den Ärzten nachfragte. Optimale Behandlung, Frau Dr. Okay. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss. Ich bin ja versichert, habe meine Krankenversicherung bezahlt und erwarte dann einfach von der Krankenkasse auch die Leistung. Auch nach der Operation. Ich sag mal, wenn ich als Handwerker einen Kunden ein Geländer baue und da fehlt der Handlauf zum Beispiel, dann geht das natürlich auch nicht. Der selbstständige Metallbauer kann seit fast 2 Monaten nicht arbeiten. Moin. Hallo, Patrick. Grüß dich, ja? Wie geht's dir? Lange nicht gesehen. Ja, wie geht's dir jetzt? Ja, ein bisschen warte ich noch, damit das alles wieder wunderbar ist. Aber mir juckt das natürlich auch schon in den Fingern wieder, ne? Ja. Also ich denke mal 3 Wochen noch. Ich habe einen Garnturm einzubauen. Ja? Ja, ist gerade beim Pulvern. Sein Kollege hat Aufträge für ihn. Doch Patrick Gilhoff hat Angst, dass die Wunde wieder aufgeht, wenn er Eisenstangen schleppt und Geländer aufbaut. Ja, alles klar, Patrick. Dann sieh zu, dass du wieder auf die Beine kommst. Ich warte auf dich. Alles klar. Ich melde mich. Gut, danke. Ne? Tschüss. Ciao. Für die Familie ist es schwierig, dass er schon so lange nicht arbeiten kann. Zwar muss er inzwischen nicht mehr zu Hause im Bett liegen, aber zum Beispiel die Kinder hochheben darf er noch nicht. Seine Frau glaubt, dass er schon längst wieder gesund wäre, wenn das Krankenhaus ihn nach den Operationen länger behalten hätte. Deswegen hat die Mama auch so großen Hunger. Zu Hause ist automatisch, macht man ja doch ein bisschen mehr, glaube ich. Man läuft ja viel mehr rum. Im Krankenhaus würde man ja viel mehr liegen. Und ja, es würde von der Fachperson wahrscheinlich besser drauf geguckt werden. So muss er halt jeden Tag dann irgendwo hinfahren und sich erstmal einen Arzt suchen. Und wenn er im Krankenhaus wäre, würde gleich dann der entsprechende Arzt kommen und sieht ja, wie es vorher aussah und wie es aussehen müsste. Das Gefühl habe ich schon, ja. Hier sind wir jetzt gerade. Die Fallpauschalen sollten ab 2003 dazu führen, dass die Kliniken kostengünstiger und effizienter arbeiten und Betten nicht unnötig lange belegt bleiben. Deshalb sollen die Patienten nicht mehr im Krankenhaus, sondern zu Hause gesund werden, wie Patrick Gilhoff. Doch das klappt nicht immer. Die Bremerin Elsbeth Rütten hat sich zum Ziel gesetzt, Leuten, die in die Versorgungslücke fallen, zu helfen. Da hatten sich die Angehörigen an uns gewandt. Ja. Der Sohn lebt in München. Die ehemalige Krankenschwester hat selbst erfahren, wie es ist, krank und hilflos alleine zu Hause zu sein. Einstufung in eine Pflegestufe auf den Weg gebracht wird. Ich kam damals nach einem Krankenhausaufenthalt, nach einer Operation am Fuß nach Hause. Und es war klar, das war mir auch mit aufgegeben worden, ich darf 12 Wochen lang den Fuß nicht belasten. Fuß nicht belasten heißt auf einem Bein durch die Welt kommen. Und das kann ich einfach nicht. Ich kriege das nicht hin. Das macht man in jungen Jahren wahrscheinlich zu machen. Aber auf der anderen Seite, bei mir war es eben nicht so. Und dann stand ich vor der Krankenkasse oder beziehungsweise ich telefonierte mit dem Mitarbeiter und er sagte, falsche Krankheit, falsche Zeit, Pech gehabt. Und dann wurde auch sehr schnell klar, dass tatsächlich das weder ein Problem von Elsbeth Rütten ist, sondern wirklich eine Lücke im Versorgungssystem und dass man um diese Lücke auch auf allen Ebenen sehr bewusst Bescheid weiß. Rütten, ambulante Versorgungslücken, guten Tag. Ja. Elsbeth Rütten gründete einen Verein.
Damit will sie Patienten, die durch das Gesundheitssystem fallen, helfen. Ja. Nach der Reha wird sie soweit mobil sein. Vor allem ältere Alleinstehende wenden sich an sie, wenn sie nach dem Krankenhausaufenthalt zu Hause nicht zurechtkommen. Ich denke, jeder erledigt seinen Auftrag mit Sicherheit sehr vernünftig bis an seine Grenzen. Aber genau diese Schnittstellen, diese individuellen Genesungsverläufe, die dann entstehen, die werden noch nicht genug mit eingedacht, sei es, indem man möglicherweise in eine Übergangseinrichtung gehen kann oder eben das Zuhause auch kompetent gesund werden kann. Da gibt es zu wenig tragfähige Brücken, die diese häusliche Situation schon von Anfang an mit eindenken und nicht erst 3 Tage vorher. Ich glaube, dass da auch innerhalb der Krankenhäuser oft sehr viel mehr noch getan werden kann. Genau, das kommt jetzt hier an den Osterdeich. Hier ist gerade neu entstanden. Elsbeth Rütten weiß genau, wer Unterstützung bietet. Sie gibt Patienten und Angehörigen Tipps, vermittelt Pflegedienste und berät bei der Finanzierung. Die 64-Jährige hat eine Gesetzesänderung bewirkt. Seit Januar sollen die Kassen vorübergehend eine Haushaltshilfe für alleinstehende Patienten zahlen, die nach einer Operation nicht zurechtkommen. Früher taten sie das nur, wenn Kinder im Haus lebten. Die Krankenschwester vermittelt Hilfe zur Selbsthilfe. Regelmäßig hält sie Vorträge in Krankenhäusern und erklärt, was Menschen schon vor der Operation organisieren können, damit sie es hinterher leichter haben. Ihre Zuhörer sind meist Menschen, die eine Hüft- oder Knieoperation vor sich haben. Sie müssen so zu Hause zurechtkommen. Dann würde ich Ihnen immer sehr empfehlen, bitte jeden Läufer, jeden Teppich, bitte erstmal an die Seite. Und wenn Sie jetzt sich anschauen, wer Ihnen helfen kann, macht die Tochter das? Kann die das überhaupt, weil sie vielleicht arbeitet? Wohnt sie überhaupt noch hier? Welche Wünsche? Also manchmal gehen da ja auch die Wirklichkeit und die Wünsche deutlich andere Wege. Elsbeth Rütten hat einen Leitfaden geschrieben, der hilft, sich auf Operationen und die Zeit danach vorzubereiten. Auch der Physiotherapeut Andreas Janssen trainiert mit den Teilnehmern, wenn sie noch gesund sind und keine Schmerzen haben. Sie lernen Laufen mit Rollator und Gehstützen. Genau, ja. So würde man das gehen, so würde man das machen. Okay. Gut. Alles klar, danke. So, wieder links, ja. Wenn Sie jetzt hier, darum hatte ich über Armkraft gesprochen, Sie hier ein bisschen abstützen. Genau, ja, richtig. Nee, das, ja? Da die Patienten mit Hüft- und Knieoperationen heute älter sind als früher, ist gezieltes Muskeltraining schon vor der Operation wichtig. So kommen sie nachher schneller wieder auf die Beine, wenn sie bereits nach 7 Tagen mit Gehstützen aus den Kliniken nach Hause oder in die Reha geschickt werden. Teilbelastung, die sie vielleicht hätten, hat man die Möglichkeit auch zu sagen, weil viele Leute ja nicht auf das operierte Bein auftreten wollen, dass man sagt, so okay. Ja, erstens sind die Patienten sicherer, was das angeht, weil sie einfach schon wissen, was auf sie zukommt. Viele sind gut vorbereitet, weil sie zu Hause schon viel gemacht haben. Oder einige auch, dass sie schon in der Krankengymnastik vorher gut vorbereitet sind. Das heißt also gedehnt, muskulär gekräftigt und sind einfach gut vorbereitet. Doch nicht jeder Klinikaufenthalt ist planbar. Christian Köhne ist nach 40 Tagen immer noch im Krankenhaus. Kräftiger Händedruck. Ja. Jetzt gucken wir uns mal die Hand an, mal strecken. Finger mal spreizen. Gut, okay. Den Daumen mal zurückdrücken. Gegen meine Hand. Okay, nach innen drücken. Gut. Geben Sie mir mal die Hand. Kräftig drücken. Okay, ist noch ein bisschen Training notwendig. Ne? Jetzt gucken Sie mir noch mal das Bein an. Ich fange mal vorsichtig an zu beugen. Schmerzt das? Kann ich dir gleich sagen. Es geht gleich los. Okay. Jetzt. Ja, ist noch nicht so viel, ne? Muss auch noch treten. Und jetzt so mit den Achselstützen, klappt das denn? Ja. Trauen sich zu, auf den Gang so zum Restaurant zu gehen in der Reha? Kriegen wir hin. Kriegen Sie hin. Und waschen und anziehen klappt jetzt auch alles alleine. Brot schmieren notfalls. Das passt. Okay. Gut, ja. Dann dürfen Sie heute auf in die Reha. Ja. Das ist immer so, dass die lange brauchen, dann sind die eigentlich für uns
zu gut, die Wunden sind alle zu, die brauchen nicht mehr den Chirurgen, sondern die brauchen den Physiotherapeuten und diese Dinge alle. Und das lange Liegen kostet natürlich viel Geld für uns. Wir müssen den Platz vorhalten, können den Platz nicht neu belegen und im Prinzip fehlt irgendwas so dazwischen. Dann möchte ich mich noch verabschieden. War jetzt eine lange Zeit. Tschüss. Herr Könne, warum können Sie jetzt noch nicht nach Hause? Warum? Weil ich dort eigentlich alleine aufgeschmissen bin. Ich habe mehrere Etagen, ich lebe im Prinzip noch auf der Baustelle, baue ein Haus nebenbei. Und das funktioniert noch nicht alleine. Also ich habe da noch zu viele Stellen, wo es zu gefährlich ist. Sprich, über etliche Treppen laufen Richtung Badezimmer, Schlafzimmer. Die Medizinische Hochschule Hannover gehört zu den Krankenhäusern, die Defizitpatienten wie Christian Köhne versorgen müssen. Das Fallpauschalensystem gibt jedoch genügend Anreize, derartige Patienten abzulehnen. In Summe machen wir mit diesen Patienten vielleicht 300, vielleicht 500.000 minus. Und wie weit andere Krankenhäuser von vornherein versuchen, solche Patienten zu vermeiden, das kann ich nicht beurteilen. Das heißt, ein Krankenhaus könnte das steuern, die Patienten zu vermeiden. Ein Krankenhaus, was einen geringen Anteil an Notfallpatienten hat, was viele geplante Operationen hat, kann das so steuern. So wird der Patient zur Rechengröße. Planbare Operationen lohnen sich eher als unkalkulierbare Eingriffe. Solange die Fallpauschale keine Möglichkeit für Einzelfallentscheidungen bietet, bleibt die gute Versorgung für Schwerverletzte in den Kliniken Glückssache. Unfallpatienten wie Christian Köhne lassen sich nicht pauschalisieren. Wie können die Patienten aufgefangen werden, die durch das Raster fallen und nicht so schnell gesund werden, wie es die Fallpauschalen vorsehen? Die Krankenhäuser sind der teuerste Ort in der Gesundheitsversorgung unseres Systems. Und es kommt darauf an, diesen Ort möglichst von allen Patienten zu entlasten, die eigentlich dieser intensiven Hilfe gar nicht mehr bedürfen. Und deshalb ist es wichtig, Institutionen zu etablieren, in denen der Patient nachversorgt werden kann, ohne dass dieser hohe medizinische Aufwand erforderlich ist. Und ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft sogenannte Patientenhotels genau diese Funktion übernehmen. Da ist der Patient mehr oder weniger ein Genesungsgast für eine bestimmte Zeit, um dann anschließend in die Rehabilitation weitergeleitet zu werden, um dort die Rehabilitation in Anspruch zu nehmen. Ein Patientenhotel wäre auch für Gerd Fischer eine gute Möglichkeit gewesen, um besser in der Reha starten zu können. Hier ist er nicht so schnell gesund geworden, wie er sich das erhofft hat. Die Beweglichkeit im Knie war nach 3 Wochen noch so schlecht, dass die Ärzte die Reha verlängern mussten. Da fehlt natürlich noch was, aber im Verhältnis zu den 30 Grad Beugen, die Sie am Anfang hatten, kein Vergleich. Und die Streckung? Auch hier fehlt was, aber auch kein Vergleich zur Aufnahmeuntersuchung. Und so sieht das Knie gut aus, reizlos, es ist nicht überwärmt, ist ein bisschen dicker natürlich, ist ja auch mehrfache Operation gelaufen. Das ist jetzt auch alles viel, viel besser geworden. Und wie geht's sonst? Mir geht's gut. Mir geht's gut, ja. Schön. Bin zufrieden. Herr Fischer ist geblieben, weil das Knie einfach nicht gut war. Der kam sehr schlecht, in einer schlechten Bewegung. Er hat eine lange Krankheitsgeschichte schon hinter sich. Und die Bewegungsausmaße, die Funktion des Knies war nicht so, dass man guten Gewissens sagen kann, geh nach Hause. Das ging noch nicht, da fehlte wirklich was. Und die Woche hat wirklich einen ganz großen Kick nach vorne gebracht, in seinem Sinn, also in der Funktion. Ich meine, im Endeffekt können Sie ja froh sein, dass Sie jetzt noch ein bisschen länger bleiben können. Auf jeden Fall bin ich froh darüber. Denn ich fühle mich jetzt also richtig wohl, ne? Einmal durch, hier haben wir ein bisschen mehr Platz. Mhm. So geht es ja. Jetzt haben Sie ja keine Schmerzen, oder? Mit einigen Übungen beginnt Gerd Fischer viel später als vorgesehen. Also Stütze und das Bein daneben. Dann die andere Stütze und den anderen Fuß daneben. Nee? Mhm. Also durchschwingen, ne? Mhm. Nochmal rechte Stütze, linkes Bein dazu und stopp. Weil er jetzt erst Vollbelastung hat, ist es so spät.
Und es ist einfach noch sehr unsicher, weil das Bein noch recht instabil ist. Das heißt, man wäre jetzt eigentlich, wenn er später gekommen wäre, schon etwas weiter. Dann hätte man es vielleicht schon üben können. Nochmal rechte Stütze, linkes Bein. Und dann die anderen Beine. Und wieder die. Auch das Treppensteigen lernt er erst jetzt, kurz vor der Entlassung. Na, noch mal einmal überlegen. Nö, du musst gerne. Genau. Ja, alles. Wie gesagt, Sie haben es eigentlich selten so, dass Sie oben gleich wieder umdrehen. Von daher ist das nicht das Problem. Fühlen Sie sich da schon sicher jetzt so mit den Treppen? Ja, ich fühle mich auf jeden Fall sicher damit. Das Einzige, was mich beim Treppensteigen im Moment stört, ist die zweite Krücke. Aber die brauche ich auch. Insofern ist es ein bisschen problematisch. Fallpauschalen gibt es für die Reha-Kliniken nicht. Jede Klinik bekommt für ihre Patienten den gleichen Satz, egal wie krank sie sind. Auch wenn der Aufwand gestiegen ist, können die Klinikleiter nicht ohne weiteres die Preise erhöhen. Die Kassen suchen ihre Partner aus, belegen die Partner auch in Eigenregie, machen natürlich, sie gehen auch über den Preis. Das muss man ehrlich so sagen. Sie gehen über den Preis. Das heißt, die Reha-Klinik, die günstig ist, kriegt dann im Zweifelsfall vielleicht mehr Patienten? Im Zweifel ja. Also ich bin ja immer der Hoffnung, dass auch auf die Qualität geachtet wird. Aber die Kliniken, die am günstigsten sind, werden sicherlich im Verhältnis, zumindest bei manchen Kassen, bevorzugt. Um eine gute Anschlussbehandlung zu garantieren, muss eine Reha-Klinik heute mehr medizinisches Fachpersonal einstellen, wie Wundschwestern oder Internisten. Doch dafür fehlt das Geld. Unfallpatient Christian Köhne wird abgeholt und in die Reha-Klinik Bad Oeynhausen gebracht. Wie mobil sind Sie denn? Können Sie noch bis zur Trage gehen? Oder? Ja, ich könnte auch bis zum Auto laufen. Ich habe jetzt tatsächlich einiges angesammelt hier in der Zeit. Vielleicht können wir das halt rausschmeißen. Können wir auch. Oder so, wie Sie möchten. Was soll denn alles mit? Die Tasche, die Schwatte und alles, was ich hier auf dem Stuhl gebunkert habe. Die Papiere haben. Er durfte 40 Tage im Krankenhaus bleiben. Weit länger, als seine Akutbehandlung dauerte. Die reine Pflegezeit wird die Kasse dem Krankenhaus voraussichtlich nicht erstatten. Man sieht sich. Ja. Lass ihn nicht von den Schwestern ärgern. Hoppala Pop, weißt du, wie das hier läuft? Ja. Gut. Ich glaube, ich habe alles, ne? Kriegen wir hin. Und wenn 1000 gebraucht werden, dann scheiße. So, habt euch wohl. Ich hau ab. Nächstes Mal ein bisschen langsam. Selbstverständlich. Ja, so, übertreibt es nicht. Lasst euch nicht von Zimmer 9 ärgern. Tschüss. Tschüss. Und tschüss. Christian Köhne hatte Glück, dass er nicht übergangsweise in ein Pflegeheim musste, um die Zeit bis zur Reha zu überbrücken. Das ist meine erste. Ich weiß auch nicht, wie das abläuft. Im Prinzip ist es ja ein Tag Krankengymnastik, ne? Von morgens bis abends, dass man wieder in Gang kommt. Dann schauen wir mal. Weiß nicht, 3-4 Wochen sind angesetzt, dass ich da wieder zu Kräften komme. Ich gehe erstmal nur über die Beine. Das wollen wir dann im Auto gleich machen. Werden Sie auch wieder Motorrad fahren? Selbstverständlich. Es gibt Dinge, das ist halt eine Sucht. Da lässt man nicht von ab. Patienten wie Christian Köhne, die sich wirtschaftlich nicht lohnen, will keiner haben. Wenn kranke Menschen pauschalisiert werden und in erster Linie Gewinn abwerfen sollen, liegt es nahe, dass die Qualität leidet. Das Bundesgesundheitsministerium bestreitet übrigens, dass durch die Fallpauschalen Patienten zu früh aus den Kliniken entlassen werden. Auch Versorgungslücken oder Qualitätseinbußen gäbe es nicht. Viele Patienten und Ärzte sehen das anders.